Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Wir sind gerade hier in Valentine, beziehungsweise am Stadtrand von, also Stadt, am Örtchenrand von Valentine. Und wir sind immer noch furchtbar müde, aber ich würde sagen, den heutigen Tag halten wir noch durch, denn wir wollen ja Mary besuchen. Und ich pfeife mal gerade nach unserem lieben Dirk. Da kommt er auch schon. Ja, du musst jetzt nicht zwischen den Ständen durch hier. So. Und nachdem wir in der letzten Folge selber mal Kopfgeldjäger waren und jemanden hier zum Sheriff-Büro gebracht haben, können wir jetzt endlich auf unser Date reiten. Ich markiere mir das mal gerade noch mal ganz kurz auf der Karte, damit wir hingeführt werden. Oh, das ist ja wirklich nicht weit. Ich glaube, wir müssen hier links rum. Ja, Tatsache. Schwupp. Können wir direkt hier durchreiten. Wir haben uns ja zum Glück noch neu eingekleidet. Was sind das denn für winzige Wege, um einen guten Eindruck auf unsere Briefschreiberin zu machen? Denn auch wenn Arthur Morgan sie kennt, wir wissen ja noch nicht, um wen es sich handelt. Yep. Ich bin sehr gespannt auf die Gute. Wohnt auf jeden Fall schön hier. Wir liebten uns einst, Teil 2. Yes? Oh, I'm sorry, I didn't mean to disturb you, ma'am. Is Mrs. Linton in? I'll go see. Mrs. Linton? A caller direkt mit einem Revolver an der Tür, ey. Geil. Hello, Arthur. Guten Geschmack hat er. Mary? I heard you and your friends was around. Okay. Where's what's his name? Died. Well, I'm sorry to hear that. Yeah, me too. Happened a while ago. Pneumonia. Bad business. Sure. So, you've been... you've been made a widow and you come here looking for me, is that it? No, ain't like that, Arthur. Ah, okay. My family. I need your help. You mean the family that always looked down on me? You want me to help them? It's my little brother, Jamie. I always liked Jamie, at least compared to the rest of them. He's broken Daddy's heart. Daddy has a heart. Don't make me beg you, Arthur. My money, my life, me. I wasn't good enough. I'm sorry. We need your help real bad. Little Jamie's joined the Chelonians, that strange religious order. Good for him. They're quite mad, Arthur. They'll kill him. You're the only person he'd listen to. So, I'm too rough to marry into your family, but it's okay to ask me to help in saving your family. I'm sorry. I understand if you don't want to help me, but... but I think of you often. Long time ago now. I'm begging you, Arthur. I say let Jamie live Jamie's life and not the nightmare that his daddy dreamed up for him. Jamie's so innocent, Arthur. Please. Arthur, will you help me? Schwierige Entscheidung. Nee, ich bleib hart. I'm sorry, Mary. I like Jamie, but you and me, after all that's happened, you're gonna have to find someone else to run your errands. Okay. Arthur, I miss you.
miss you too. It's all in the past now. Take care of yourself. Sure. Glitch mit dem Halstuch sah gar nicht schön aus gerade. Manchmal muss man einfach hart bleiben. Ich bin gespannt, ob sich die Wege nochmal kreuzen. Und weg ist sie. Naja. Hey, Dirk. All right, girl. So. Ich würde sagen, wir reiten zurück zum Lager. Denn, ey Leute, diese Lichtstimmung ist doch einfach nur geil, oder? Der absolute Hammer. Die Grafik von diesem Spiel ist einfach nur unfassbar schön. Und legen uns tatsächlich mal eine Nacht aufs Ohr, denn der gute Mann ist ganz schön mitgenommen und schläft schon fast im Stehen ein. Deshalb würde ich sagen, wir reiten mal eine Runde zurück. Außerdem haben wir hier auch eine neue Mission. John möchte mit mir sprechen. Was will das kleine Narbengesicht denn von mir? Ich bin gespannt. Na gut. Reiten wir erstmal zurück zum Lager. Ich dachte, die hätten mit mir gesprochen. Ein bisschen querfeld einreiten ist immer gut. Vielleicht finde ich auf dem Weg ja sogar noch ein bisschen Schafgarbe. Das müssen wir ja immer noch pflücken. Wir brauchen immer noch 2 Sträucher Schafgarbe, um die Kräuterkundler-Mission zu erfüllen. Und was ist das hier? Tatsächlich kann man das nicht pflücken. Schade. Sah gerade so ein bisschen so aus. Hoppala. Yep. So. Hier reiten wir mal besser nicht die Schlucht runter. Das wird schmerzhaft für das Pferd und für mich. So, und so überspringen wir auch eine Nachtsequenz. Die Nächte sehen zwar auch super toll aus, aber am Tag gefällt es mir auf jeden Fall deutlich besser. Was ist hier denn los? Der Schäfer, der seine Schafe über die Weide treibt. Wie geil ist das denn? Ey, und genau diese Kleinigkeiten sind es, die dieses Spiel so unfassbar lebendig machen. Das ist doch einfach nur genial. So, diesmal mal aufpassen. Me, Lenny. Nicht gegen den Baum zu reiten, wie beim letzten Mal. Da bin ich echt in vollem Galopp mit dem Kopf gegen diesen scheiß Baumstamm geknallt. Das hat richtig wehgetan. Hey, Javier, aus dem Weg. Ich bind den guten Dirk mal an. Hoppala. So. Die streiten sich wie geil. So, und jetzt werde ich mich als allererstes hinlegen. Moin. Denn, wie wir sehen, wenn wir nur kurz stehen bleiben, der gute Mann pennt im Stehen ein. Also, erstmal eine Runde aufs Ohr hauen. So, bis zum nächsten Morgen. Jawohl. Und dann gucken wir mal, was unser lieber John Marston von uns will. Ich fand das ja echt schön. Direkt in der allerersten Mission, wenn man das Spiel anfängt, erfährt man, woher John Marston aus dem ersten Red Dead Redemption seine Narben hat. Das war echt, das hat so schön reingezogen. Das war so ein klasse Anfang. Oh. Und Dutch hört wieder Opa. Good morning. It was a heap of trouble, but I got Mike out of jail. Oh, thank you, Arthur. So where is he? Still out around that way. Looking for a peace offering, he said.
Okay, well, let's talk more later. Okay, Arthur. So, damit ich mir dieses Gejaule nicht weitergeben muss. Ich finde, wir können auch mal eine Runde was essen. Haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Was haben wir denn hier? Dosenpfirsiche. Gesalzenes Rindfleisch. Das klingt doch super. Ein bisschen Fleisch. Und ein bisschen Mais. So. Zack. Ja, genau. Alter Umweltverschmutzer, ey. Bringst du das nächste Mal mal bitte in den Papierkorb? Hey, John. What do you want? Uncle told me something about a train. What did he say? Mary Beth overheard something about a train full of wealthy folk rolling down through Scarlet Meadows just south of the state border. Yes. Need help with it? I ain't even sure about doing it. Come on. At night, not too guarded, it's perfect. Nah, I ain't thought it through. You know, stopping a train, pain in the ass. Sure. But what if we could force a train to stop? Well, of course. We get a wagon full of something flammable, oil. Put it on the tracks. They see it. They know they either have to stop or die. Ain't no train driver wants to be cooked alive. That is kind of brilliant. For you. That is a real idea. I think that's the first time you ever had one of them. Shut up. You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent. So we're doing it? Yeah, we're gonna need ammunition, guns, look real frightening, and some dynamite to open up the train. I'll get the supplies. Gotta head into town for Abigail anyway. Don't even ask. You go find us an oil wagon. Yeah, I know just the place. They're always heading into that refinery. There's an old rundown shack just over the border, north of a place called Dewberry Creek. Leave it hidden somewhere near there. Und zieh den Hemd an. Können wir eigentlich auch Gitarre spielen? Nee, ne? Nee, schade. Wagen, die du für John stehlen kannst, sind mit einem Symbol in der Karte markiert. Das ist ja super. Good morning, Arthur. Mal wieder einen Beitrag leisten. Wir haben mal wieder ein bisschen Kohle. Ja, wir können mal ein bisschen von dem, was wir so eingesammelt haben, abgeben, finde ich. Zack, das Lager profitiert ja davon. Ich spende mir mal ein paar Gegenstände hier. Was haben wir denn hier? Eine goldene Gürtelschnalle. Ja, komm, spenden wir. Und das Platin-Federarmband. Kleiner Schmuckbeutel. Ne, das Platin-Federarmband spenden wir auch. Und die Platin-Gürtelschnalle auch. So. Was haben wir denn hier noch? Ne, meine Taschenuhr möchte ich gerne behalten. Den Rest kann ich nicht spenden. So. Und ich schau mal, wie wir das Lager noch verbessern können. So. Was haben wir denn hier? Ach, ich glaube, ich wollte Dutchs Lager mal verbessern. Ja, wir haben jetzt 234. Dutch will etwas gemütlicheres. Ja, komm. Gönnen wir dem mal, oder? Inspiriert andere Bandenmitglieder mehr beizutragen. Das ist doch super. Na, perfekt. Oh, ja. Jetzt mit Kuhfell und Teppichen. Schick. Der nächste bitte. Arthur will eine Karte für die bessere Planung von Reisen. Mhm. 325. Müssen wir erstmal wieder ein bisschen was verkaufen und sammeln. Aber gut. Dann habt es mal ein bisschen gemütlicher mit eurem neuen Ofen jetzt. Und ich würde sagen, wir gucken mal nach einem Wagen, den wir klauen können. Neuer Tag, neues Glück. Ah, stopp. Nein, ich wollte mich umziehen. Ich wollte diesen dämlichen Mantel ausziehen, weil der mir nicht mehr gefällt. Oh,
einmal zurück. Oh, und er ist schon wieder besoffen, ey. Ja, großartig. Kann ich mich hier umziehen? Setzen? Was haben wir denn hier? Arthurs Vater. Aha. Wo zur Hölle kann ich mich umziehen? Boah, halt die Fresse! Mal glatt rasieren. Oh, Haare pomadisieren. Ja, auf jeden Fall. Schneeke. Aber umziehen kann ich mich nicht. Das ist echt blöd. Oder ist das irgendwo anders? Hier im Lager. Das habe ich nämlich noch gar nicht rausgefunden. Da ist Würfelspiel. Da ist Jagd, Vorräte, Schlachter und Medizin. Nee, und Munition. Ich kann mich tatsächlich nicht umziehen. Ich möchte doch nur diesen Mantel ausziehen. Moment, Spieler. Arthur. Allgemein. Wir sind untergewichtig, oha. Wir müssen ein bisschen mehr essen, glaube ich. Temperatur normal. Unentdeckte Boni. Aber nichts zu unserer Kleidung hier. Das ist doch echt blöd. Ich weiß nicht, wie ich diesen Mantel ausziehen kann. Das ist doch scheiße. Na gut. Dann gehen wir einen Wagen finden. Ah, Mr. Morgan. You seem chipper? Well, where there's life, there's hope, my friend. And? What you preparing for? The greatest of gifts. An unguarded stagecoach. No, you simple-minded fool. Bison. Bison? Bison. From which you can get anything. There's some over on the plains, I believe. I saw a couple a long way off. Oh. Good luck. Cool. You want to come with me? I'll show you how we hunt one. Sure. Why not? Mount up then. Let's go. Jawohl. Ich bin dabei. So, ab auf Dirk. Yep. You know, it was before my time, of course, but my mother used to tell me stories of how her tribe moved with the bison. They lived almost as one. The bison went, my people went. They were the center of all life. We couldn't survive without them. They provided us with everything. Food, clothing, shelter, tools. There was a lot of respect. Huh. I don't remember much of my childhood, but I think my people... Well, we pretty much moved with the whiskey. Well, my father did that too. Let's try over here, to the left. Okay. Da war ich schon mal. Da habe ich ein paar Flaschen geschossen mit jemandem. Over there. You see them all? Incredible, aren't they? Oh, yeah. We should only kill one of them. I'll keep them ringed in and you see if you can bring one down. Okay? Clean as you can. Okay. Jetzt wird's anspruchsvoll. Was haben wir denn hier? Die macht auf jeden Fall mehr Schaden. Ja, die nehmen wir auch. Den großen da will ich haben. Na komm schon. Yeah.
er noch da? Ne, der ist weggelaufen. Hallo, Bison. Well done. Prachtexemplar. Lecker. Nicht schlecht. Good job. Stow that on your horse and mount up. I wanna go check something out. Der amerikanische Bison ist in den Ebenen von New Hanover und West Elizabeth beheimatet und ernährt sich als Pflanzenfresser von Getreide, Heu und Mais. Aufgrund der durchschnittlichen Größe der Bisons sind für die Jagd auf sie leistungsstarke Waffen wie Curzano-Gewehre oder Bogen mit verbesserten Pfeilen am besten geeignet. Erstklassiges Rindfleisch kann zum Kochen verwendet werden. So. Packen wir das mal aufs Pferd. Okay, let's go. Wo will der denn noch hin? Come on, girl. Reicht dir das noch nicht, oder was? Where are we going? I thought I saw some scavenger birds over here. Just wanted to see what attracted them. Habt ihr gerade gesehen, wie dieser Stein da runtergefallen ist? Oh, sind das die drei? Hey, Leute, das sind die drei von unserer Schatzkarte. Die drei Steine. No. Look. Bison. Shot and left for dead, it looks like. Why would someone do that? I don't know. But I see tracks heading in this direction. I say we follow them. All right. Lead the way. Shit! Ich guck mal ganz kurz auf die Karte, ob hier in dieser Nähe auch diese Dreieckskreuzung ist. Das muss die Dreieckskreuzung sein von der Karte. Ich markiere mir das mal hier direkt auf jeden Fall. Die markiere ich mir. Markierung setzen. Klick. So. Denn ich bin der Meinung, das ist genau die Stelle. Could it have been an animal? No, they've been shot. I just don't know why anybody would just leave them here to rot like that. Another dead bison. On the hill to the right. Come on. Oder? Ach ja, da. Tatsache. Shot and left for dead again. But this one looks fresher. There's a camp there. I'm gonna take a look. Blah. What a damn waste. Was haben wir denn hier? You find anything, Arthur? Oh, ist noch frisch. Was ist denn das hier am Boden? Kann ich nicht nehmen. Dogs haven't gone cold yet. Maybe half a day since they left. Bison's been dead about the same amount of time. So what do you want to do? They could still be in the area. Let's get up higher. See if we spot anything. Okay. This way. We should have a good view from up here. Oh yeah. Okay. You see anything? Ein paar Hasen nicht, ne. Arthur, look. Smoke to the north. Could be another camp. Let's go check it out. Gucken wir uns das mal an. Achso, ich muss ihm folgen. Wieso reitet er denn nicht? Wo bleibst du, Keule? Killing for fun? You think we can talk? I don't kill for fun. I kill when I need to. Guckt euch diese Prachtlandschaften an.
Come on. Wait up. Ja, dann pushen wir mal ein bisschen. Ab. Did you fools shoot those bison? What's your problem? I said, did you fools shoot those bison? Calm down, you black or red bastard, whatever the fuck you are. Oder did was? Did you shoot them? Yes, we did. We shot them bison, we'll shoot you too if you don't get. What business is it of yours? What? We... It's that business of mine! Good God, you're crazy! Look, I got a family. A family. Don't shoot me. Stand back, Charles. I'll get you some answers. What the hell are you doing? Nichts. Why are you killing those bison and leaving them to rot? I don't know what you're talking about. God damn it, tell us or you're dead. Oh, okay. We were paid to kill as many as we could and make it look like it was Indians. Just kill him, Arthur. No. Please, don't kill him. I've heard enough. Wenn der eine tot ist, muss der andere auch sterben, sonst verraten die uns noch. That's what he deserved. I've seen enough of this. I'm heading back. Was stand da gerade mit Attentäter? Okay. Habe ich gerade gar nicht lesen können, so schnell ging das. I'll catch up with you later. Nein, ich will den nicht. Pack den Fettsack weg. Was steht da? Ablegen. Abgesägte Flinte nehmen. Ach so, das ist die Waffe. Nein, ich will keine Waffe von denen nehmen. Aha, was haben wir denn hier? Broschüre für vergiftete Wurfmesser. Hm, nett. Und der hat direkt noch Wurfmesser, wie praktisch. Kettleman Revolver. Oh. Aufheben, was ist das hier? Ach, jetzt hebt er auch den Typen hier auf. Na komm, den legen wir mal schön im Busch. Vielleicht wird er dann nicht so schnell gefunden. So. Nehmen Waffenöl, auf jeden Fall nehme ich das Waffenöl. Gewehrmunition nehme ich auch mit. Kettleman-Revolver. Was habe ich denn für einen Revolver? Ich habe einen Kettleman-Revolver. Dann brauche ich nicht noch einen. Was haben wir hier noch? Ist das Kautabak? Brotkanten. Kautabak kann ich nicht nehmen. Schade. Aber die plündere ich auf jeden Fall noch. Arznei. Nee, Pferdewecker. Kann ich nicht mehr nehmen. Habe ich schon vollständig. In diesem Sinne, ihr Lieben. Come on, girl. Fangen wir genau hier das nächste Mal wieder an. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.